Hallo, mein Name ist Julia Turner. Ich bin hier in Binzing bei Andreas Zimmermann, dem Leiter der EMDR-Akademie. Andreas Zimmermann ist selbst sehr erfahrener Therapeut in diesem Bereich und auch Autor dieses Buches EMDR für Heilpraktiker. Und heute rede ich mit Andreas drüber, über EMDR und auch über die Ausbildung hier auf der Akademie. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Andreas. Andreas, wie bist du eigentlich zu EMDR gekommen? Ja, im Prinzip durch Selbsterfahrung. Mitte der 90er habe ich meine ersten eigenen Erfahrungen mit EMDR gemacht und war so fasziniert von dieser Form von Arbeit, dass ich gesagt habe, ich will so schnell wie möglich auch eine Ausbildung machen. Habe dann die Ausbildung gemacht und war am Anfang, so ein bisschen stand ich auf Kriegsfuß mit der Methode selbst, weil EMDR ja über sogenannte 8 Protokollschritte in der Standardarbeit abläuft. Das schien mir so ein bisschen rigide, weil ich selbst auch gerne Freiheit im Arbeiten haben will. Und dann habe ich aber erlebt über die Jahre hinweg, wie frei man mit EMDR und mit anderen Methoden arbeiten kann. Und bin dann auch dabei geblieben und immer tiefer eingestiegen. Und was hat dich dazu bewogen, jetzt hier auch Ausbildung im Bereich EMDR anzubieten? Also hat das auch was mit deinem eigenen Weg zu tun? Ja, auf jeden Fall. Zum einen ist es ja so, dass viele Ausbildungsinstitute ausschließlich approbierte Ärzte und Kassentherapeuten zur Ausbildung zulassen. Und dadurch, dass ich selbst ja in meinem Lebensweg zwei Schienen noch befahren habe, aus meiner eigenen Business-Historie heraus, war ich immer viel im Coaching unterwegs. Und auf der anderen Seite aber auch schon seit fast 30 Jahren im psychotherapeutischen Arbeiten, hatte ich immer gehofft, es gibt eine Möglichkeit auch für Heilpraktiker Psychotherapie oder für Coaches diese Ausbildung zu machen. Die Mauern sind aber immer weiter hochgezogen worden und dann, da ich selbst auch viele Jahre Ausbildungskompetenz als Dozent schon hatte, habe ich mich dann entschlossen, gerade für diese Berufsgruppen diese Ausbildung hier anzubieten. Was fasziniert dich so an EMDR? Das sind mit Sicherheit mehrere Punkte. Das eine ist die intensive und nachhaltige Wirkung, die ich immer wieder in der Arbeit feststelle. Und das zweite hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich eben schon angedeutet habe, dieser unglaubliche synergetische Freiraum, der beim Arbeiten entsteht. Ich habe mich viele Jahre als Ausbildungsjunkie bezeichnet, habe ganz viele Methoden gelernt und auch in meinem Handwerkskoffer. Und als ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass ich nahezu jede Methode, die ich erlernt hatte und die auch später noch dazu gekommen ist, dass ich die mit EMDR verknüpfen kann und dass daraus letztendlich ein unglaublich neues, kreatives Arbeiten entsteht, da von dem Moment an brannte mein Herz für diese Methode und brennt nach wie vor und immer weiter. Was ist deine Vision hier mit den Ausbildungen und diesem Seminarzentrum? Naja, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit Visionen, weil die mich beruflich immer begleitet haben. Also meine Ursprungsvision würde ich unter zwei Begriffe zusammenfassen, heilen und lehren. Aber es hat natürlich auch mit diesem Platz hier zu tun und mit dieser Akademie. Gerade hier in der Natur, in schönen Niederbayern, auch einen Raum zu schaffen, wo Heilung möglich ist, wo Menschen auch in diesem wunderbaren Umfeld von Natur und Ambiente lernen können und sich selbst auch für ein paar Tage in diesem Lernprozess in den Mittelpunkt stellen können. Und das Zweite, und das ist dann so ein bisschen spezifischer auch schon in Richtung EMDR, ich glaube, dass ich vieles meiner Vision EMDR-spezifisch schon erreicht habe. Es geht aber trotzdem weiter, im Prinzip immer mit neuen Impulsen, die auch aus der Gehirnforschung kommen, diese Impulse in die Arbeit mit EMDR zu integrieren. Ganz besonders natürlich auch die Arbeit mit Brainlock, was ich mit Ulrike zusammen entwickelt habe. Da liegt noch ein großer Teil der Vision, weil das ein ganz, ganz kreatives, freies Arbeiten ist, was noch ein bisschen einfacher ist als EMDR, allerdings noch nicht so die Verbreitung hat, die ich mir wünsche. Also da steckt noch ganz viel Vision drin. Mhm. Schön. Wer hat eigentlich EMDR erfunden? Ja, die vier Buchstaben definitiv Francine Shapiro. Wenn wir aber nach bilateraler Stimulation fragen, ist es so alt wie die Menschheitsgeschichte.
Wir gehen auf zwei Beinen, das ist nichts anderes als taktile bilaterale Stimulation. Wir finden bilaterale Stimulation in uralten schamanistischen Techniken. Wir finden sie schon in der Arbeit von Franz Anton Mesmer, der mit Windbewegungen mit seinen Patienten gearbeitet hat. Wir finden es in der Arbeit der Hypnose, die das Pendel im Prinzip dann übernommen hat. James Brand war das seinerzeit, der das an die weitere Hypnosewelt fortgetragen hat. Und findet es auch in frühen NLP-Techniken, also schon in den 70er Jahren gab es ein Instrument im NLP, man nannte das Eye Motion Therapy. Das waren scheibenwischermäßige Windbewegungen, vor allem zur Ressourcenorganisation. Und ist also gar nicht so jung, wie EMDR jung ist, die bilaterale Stimulation. Was Francine Shapiro gemacht hat, sie hat dieses Instrument der bilateralen Stimulation genommen und eingebunden in diesen komplexen Behandlungsablauf. Das allein finde ich schon mal genial, so dem ganzen Arbeiten so eine Struktur zu geben. Und das zweite Geniale, was sie gemacht hat, oder Mutige, was sie gemacht hat, sie hat diese Methode entsprechenden evaluierten Studien unterzogen, um letztendlich diese Wirksamkeit auch nachzuweisen. Theoretisch hätte auch dabei rauskommen können, EMDR ist nicht so wirkungsvoll wie andere Methoden, aber das Gegenteil war der Fall. Und insofern sehe ich schon ganz klar natürlich EMDR mit dem Namen von Francine Shapiro verbunden. Aber die bilaterale Stimulation ist so alt wie die Menschheit, ist vielleicht einer der ersten psychohygienischen Verarbeitungsmechanismen, über die wir überhaupt verfügt haben. Du hast vorhin von Struktur gesprochen. Wie darf man sich denn so eine EMDR-Sitzung vorstellen? Also ist es dann tatsächlich auch notwendig, das Trauma noch einmal zu durchleben? Naja, da würde ich gerne zwei Dinge zu sagen. Zum einen zum ganz normalen Ablauf solch einer Sitzung, weil da kursieren auch die unterschiedlichsten Dinge. So in einer Sitzung alles weg. Das Erste und Wichtigste auch bei einer EMDR-Arbeit ist die Anamnese. Da sollte sich jeder Behandler auch genügend Zeit zulassen und auch die entsprechende Intensität zulassen in der Anamnese. Das ist der erste, der wichtigste Schritt, die Auftragsklärung. Dann geht es letztendlich in so eine vorbereitende Arbeit rein. Man stimmt mit dem Klienten die Art der bilateralen Stimulation ab, vermittelt auch ein Stoppsignal und macht eine Ressourcenübung. In der Regel in der Traumatherapie ist es der sichere Ort. Dann kommt im Arbeiten nochmal so ein Feld, wo man intensiv einsteigt in die eigenen Bewertungen, dass man auf Skalen entsprechend festlegt, wie stimmig ein positiver Gedanke ist angesichts des schlimmsten Bildes. Man legt auch fest, wie emotional belastend das Erlebte war. Und da passiert schon sehr, sehr viel unbewusst, weil das Gehirn im Prinzip in dieser Phase schon so ein bisschen vorbereitet wird auf die eigentliche EMDR-Arbeit, die danach kommt, das ist die Phase der bilateralen Stimulation. Es kann unterschiedlich lang dauern. Und dann schließt die Sitzung im Prinzip mit einer erneuten Abfrage und wenn eine positive Entwicklung da ist, durchaus auch mit einer Verankerung dieses positiven Satzes auch. Eventuell ist dann nochmal angesagt ein Bodyscan, dass man einfach das Körpergefühl nochmal abcheckt. Und dann wird der Klient entlassen mit unterschiedlichen Abschlusstechniken, die ihm sowohl direkt nach der Sitzung eine entsprechende Sicherheit vermitteln können, aber vor allen Dingen auch helfen, die Zeit bis zur nächsten Sitzung zu überbrücken. Und dann ist in der nächsten Sitzung in der Regel immer wieder nochmal die Überprüfung dieser positiven Kognition und auch des emotionalen Belastungsgrades. Deswegen ist EMDR vom Ablauf auch in der Regel niemals nur eine Sitzung, sondern es geht auch immer darum, in der Folgesitzung zu überprüfen, inwieweit hat sich das stabil gehalten oder vielleicht ist es hier sogar von selbst besser geworden durch das nächtliche Träumen und. Mhm. Das ist das eine. Deine zweite Frage war? Ob es passieren kann, dass man auch das Trauma noch einmal durcharbeiten muss. Genau. Ja, das ist auch so ein Vorwurf, der manchmal EMDR gemacht wird, weil man in diese Reprocessing-Phase mit dem Moment des schlimmsten Geschehens eintaucht. Das dient allerdings nur dazu, in dem Moment das betroffene assoziierte Netzwerk im Gehirn zu aktivieren. Das heißt, man muss nicht zwingend in das belastende Erleben tief hinein, zumal man während des Arbeitens mit EMDR in einer permanenten Aufmerksamkeitsteilung drin ist. Ein Teil der Aufmerksamkeit ist in der Innenwelt, im Erleben, was gerade stattfindet. Ein anderer Teil der Aufmerksamkeit ist bei den Bewegungen der Finger zum Beispiel, wenn mit Winden gearbeitet wird. Und das hält
die betroffene Person, also permanent im Hier und Jetzt. Das heißt, selbst wenn belastendes Erleben da ist, findet das immer unter einer Begleitung einer Hier- und Jetzt-Orientierung statt und oftmals auch noch in einer verstärkten eintretenden Entspannung während des Arbeitens. Was ich aber in der Praxis in all den Jahren erlebt habe, dass ganz viele Klienten gar nicht in diese, wo sie es vielleicht befürchtet haben, gar nicht in diese belastenden Themen einsteigen mussten, so intensiv, sondern dass eine unglaubliche Ressourcenorganisation stattfand während des Arbeitens und sich selbst gewundert haben, wie leicht im Prinzip so ein Prozess auch war, aber oft auch wie humorvoll. Das passiert ganz, ganz oft, dass auch Humor als Ressource mit dazukommt und dann ist es absolut nicht notwendig. Jeder hat seinen eigenen Weg durch den Prozess durchzugehen. Das muss nicht immer schmerzhaft sein. Manchmal ist es allerdings so, dass tatsächlich ich sage mal, so ein Strudel nochmal durchtaucht werden will, um sich herauszukommen. Und dafür ist halt eine sichere und verantwortungsvolle Begleitung dann umso wichtiger, wenn das der Fall sein sollte. Und wie nachhaltig ist diese Methode? Also können die Themen rund um das Trauma zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder aufkommen? Also nachhaltig ist es auf jeden Fall. Das belegen nicht nur die Studien, sondern jetzt auch meine Erfahrungen mit über 20 Jahren EMDR und Menschen, die ich begleitet habe, wie nachhaltig das Arbeiten sein kann. Was kann natürlich, was auch wieder später auftauchen, wenn Traumatisierungen stattfinden. Man kann sich vorstellen, es ist ähnlich vielleicht wie bei einer körperlichen Verletzung oder Wunde, die langsam aushält, wenn ich die dann zu früh zu belaste oder erneut zu stark belaste, kann natürlich wieder eine neue Verletzung entstehen. Und das ist leider Gottes ein Thema, wenn es zu solchen Retraumatisierungen kommt, die eventuell durch Live-Events entstehen können, durch irgendetwas, was im Außen passiert, oder manchmal auch leider Gottes durch therapeutische Retraumatisierung, wird das Arbeiten meist danach noch ein Stück weit schwerer. Aber ausschließen kann man das natürlich nicht. Wir wissen nie, was Menschen im Leben letztendlich passiert und was ihnen widerfährt. Ja. Okay. Wie wirkt EMDR eigentlich? Ich glaube, so restlos ist das bis heute noch nicht erschlossen. Es gibt ganz viele Erklärungsansätze dafür. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in all den Jahren auch immer wieder neue Erklärungsansätze dazu kamen über die Ergebnisse der Gehirnforschung, wo man gemerkt hat, Mensch, da passiert was im Körper und im Gehirn und konnte das plötzlich auch in Verbindung bringen mit bilateraler Stimulation. Es sind im Prinzip drei große Wegprinzipien, die zusammenkommen. Francine Shapiro nannte das Accelerated Information Process, also Prozess der beschleunigten Informationsverarbeitung. Dazu gehört einmal eine sogenannte Aufmerksamkeitsteilung, die ich eben schon beschrieben habe. Teil der Aufmerksamkeit bei den Fingern, der andere Teil in der Innenwelt. Das eine Wegprinzip, was auch oft in der Verhaltenstherapie eingesetzt wird, bei Screening-Techniken und ähnlichen Dingen. Das ist ein ganz entscheidender Wirkfaktor in der Arbeit mit EMDR, weil dadurch natürlich immer wieder die Hier- und Jetzt-Orientierung stattfindet und die Vergangenheit auch ein Stück weit dadurch an Schrecken verlieren kann. Ich werde nicht mehr überflutet von diesen vergangenen Erfahrungen im Hier und Jetzt, sondern kann mich tatsächlich im Hier und Jetzt orientieren. Das Zweite, was stattfindet, ist auch eher ein Wirkprinzip aus der Verhaltenstherapie, das ist die Entkonditionierung. In der Regel entspannen Klienten beim Arbeiten. Und angesichts des belastenden Erlebens findet ein immer stärker werdender Entspannungsprozess statt. Das nennt man in der Therapie reziproke Hemmung. Also Anspannung und Entspannung zugleich funktioniert nicht. Und so wird im Prinzip das belastende Erleben gefühlsmäßig dann in Verbindung gebracht mit einem stärkeren Zustand der Entspannung. Und dann kommt es zu solch einem Entkonditionierungsprozess. Das, was mich selbst am meisten immer interessiert hat, waren natürlich die ganzen Dinge, was läuft im Gehirn ab, also in der Arbeit mit EMDR. Und da gibt es eine Hypothese, dass einer der zentralen Wirkstoffe dabei Acetylcholin ist. Acetylcholin ist in unserem Körper für ganz viele unterschiedliche Dinge zuständig und im Gehirn sehr stark für die Verarbeitung von Affekten und Assoziationen. Und man hat festgestellt, in Schlaflabors, in ganz, ganz vielen Untersuchungen, dass in unseren REM-Phasen, wenn die Augen sich so ganz, ganz schnell unter den Lidern bewegen, dass da Acetylcholin ausgeschüttet wird. Und genau in diesen Phasen verarbeiten wir ja. Das heißt, du und ich, wir machen spätestens, seitdem wir auf dieser Welt sind, wahrscheinlich auch pränatal schon EMDR, jede Nacht mehrmals, immer dann, wenn wir träumen, ganz von selbst, unbewusster Vorgang. Und diesen Vorgang setzen wir halt im Arbeiten bewusst ein, im Tagesbewusstsein.
kommt es dann zu dieser Ausschüttung. Und dieser Bodenstoff ist auch unter anderem dafür verantwortlich, dass die traumatischen Erinnerungen, die im sogenannten impliziten Gedächtnis festhängen, ins explizite Gedächtnis hinübertransportiert werden. Man spricht von sogenannten Traumafragmenten. Also wenn du zum Beispiel in deinem Leben was normal Belastendes erlebt hast, dann macht dein Gehirn das ganz automatisch nachts, wenn du träumst. Wenn aber ein Erleben zu groß ist, dann ist dieser komplette und komplexe Transport ins explizite Gedächtnis nicht möglich. Das heißt, es bleiben Traumafragmente zurück im impliziten Gedächtnis, die dann auch immer triggerbar sein durch äußere Anlässe. Und dafür ist unter anderem dieser Botenstoff, dass es hinübertransportiert wird. Mittlerweile weiß man aber auch, dass noch ein paar andere Dinge dazukommen. Wir haben zum Beispiel bei der bilateralen Stimulation permanent die Amygdala aktiviert. Die Amygdala ist unser erstes großes Bewertungszentrum. Bewertet sehr ungenau, aber blitzschnell. Und so kommt es ganz, ganz oft dadurch, dass durch diese wechselseitige Stimulation die beiden kleinen Amygdalas, das ist ein paariges Organ, dass die wechselseitig auch immer stimuliert werden. Dann kommt es zu einer Einbindung dieses Bewertungsorgans in unserem Gehirn. Und dann macht die Amygdala noch was ganz Interessantes. Sie gibt diese beiden Impulse wechselseitig in die Großhirnhälften weiter. Und dadurch werden im Prinzip beide Gehirnhälften aktiviert, synchronisiert. Und man kann auch sehen, dass in der Brücke zwischen beiden Gehirnhälften intensive Aktivitäten während solcher Sitzung ablaufen. Und dann können wir uns selbst die Frage stellen, wann können wir Probleme besser lösen, Themen besser verarbeiten, wenn nur eine Gehirnhälfte, die standardmäßig unterwegs ist, aktiviert ist oder wenn beide Gehirnhälften aktiviert sind. Und es gibt mittlerweile auch Studien, die ganz interessant sind, die gehen dann zum Beispiel auf den Bereich der taktilen bilateralen Stimulation, das bei körperlicher Bewegung aus den Muskeln heraus ein Hirnband-Muskelhormon namens Irisin ausgeschüttet wird. Das passiert im Blut-Hirn-Schrank und ist im Gehirn für Neuroplastizität zuständig. Diese Forschungen wurden Anfang 2019 von Professor Dodel, der Sitz der Deutschen Neurologischen Gesellschaft, vor, veröffentlicht. Und da erhofft man sich auch noch ganz viel Erkenntnis im Bereich der Demenzforschung und der Demenzbehandlung. Aber ich finde es mega spannend, dass bei taktiler bilateraler Stimulation, also Laufen, Fahrradfahren und all diese Dinge, dass da tatsächlich ein Botenstoff ausgeschüttet wird, ein Muskelhormon, das im Gehirn für Neuroplastizität zuständig ist. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig für uns alle letztendlich Bewegung ist. Und dann hat ein Professor in der Uni in Ottawa, Matthias Cerveres, der hat festgestellt, dass auch bei Bewegung wiederum ein VGF-Peptid ausgeschüttet wird. Das besteht aus ca. 950 Aminosäuren und ist im Gehirn für Reparaturvorgänge zuständig. Das sind aber alles noch Forschungen, die sehr am Anfang stehen. Das sind so die Hauptkomponenten an spezifischen Wirkungsweisen. Mir persönlich sind mindestens genauso wichtig die unspezifischen Wirkungsweisen. Dazu gehört zum Beispiel Empathie, Wertschätzung, Vertrauen. Das sind letztendlich auch so die Eckpfeiler der humanistischen Therapieform. Das Spannende ist, dass wir heute auch solche Dinge messen können. Nämlich dann, wenn so ein Klima da ist an Wertschätzung, an Empathie, wenn eine vertrauensvolle Bindung da ist, wird bei beiden Bindungspartnern Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist der Gegenspieler zu Cortisol im Gehirn. Das heißt, haben wir einen hohen Oxytocin-Spiegel, sinkt der Cortisol-Spiegel und der ist zuständig für Stress. Und wenn der Cortisol-Spiegel sinkt, reduziert sich damit auch die Amygdala-Aktivität. Und das ist fürs Arbeiten gerade in der Traumatherapie enorm wichtig. Da war die Uni in Bonn sehr, sehr rührig. Die haben Forschung angestellt mit Traumapatienten, die Oxytocin-Nasenspray verabreicht bekamen und haben dann gemerkt, dass die Patientengruppen, die das bekamen, wesentlich nachhaltigere und schnelle Therapieergebnisse hatten als die Gruppen, die das nicht bekommen haben. Jetzt kann und sollte man allerdings niemandem dieses Oxytocin-Nasenspray verabreichen, weil das hat natürlich auch Nebenfolgen. Das heißt, wenn wir das über Nasenspray zuführen, besteht die Riesengefahr, dass der Körper von selbst aufhört, Oxytocin zu produzieren. Und deswegen finde ich es wesentlich spannender und interessanter und auch in meiner Verantwortung, in der Arbeit mit Menschen, dieses Klima von Empathie, von Wertschätzung, von Vertrauen, von Sicherheit, schon in der Anamnese, in der Anfangsarbeit letztendlich herzustellen, weil dann eine ganze natürliche Oxytocin-Ausschüttung stattfindet. Und darüber hinaus spreche ich immer mit meinen Klienten auch darüber und Klientinnen,
was sie in ihrem Alltagsleben dafür tun können, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Dazu gehören selbst natürlich auch gute Bindungen. Dazu gehören aber auch solche Dinge wie Yoga. Das brauche ich dir ja nicht zu erzählen als Yoga-Profi. Dazu gehört aber auch Tai Chi. Dazu gehören Meditation. Dazu gehört Singen im Chor. Tanzen, das sind alles so Dinge, die man machen kann. Hundewelpenbilder angucken oder live angucken. Das sind alles Oxytocin-Booster. Und bei mir geht, glaube ich, niemand aus der Praxis raus, ohne dass wir es nicht thematisiert haben. Man muss nicht alles machen. Wenn ich eins davon finde, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, und da bin ich absolut der Verfechter des Lustprinzips, ich glaube, was uns Spaß macht, was wir gerne machen, setzen wir dann auch in der Praxis um. Und das ist ein Teil der unspezifischen Wirkungsweisen, die für mich mit dazugehören. Und definitiv natürlich auch die Frage meiner eigenen Haltung. Das wissen wir später, spätestens seit dem Pygmalion-Effekt oder Rosenthal-Effekt, wie wichtig die eigene Haltung des Therapeuten oder der Therapeutin ist, um ein gutes Arbeiten zu ermöglichen. Macht einen riesen Unterschied aus, ob ich denke, Julia, du bist ressourcenvoll, du bist kraftvoll, du kriegst das hin, du verfügst über all die Ressourcen, das für dich zu lösen. Oder wenn ich denke, das schaffst du sowieso nicht, das läuft ins Leere. Ich baue damit ein Feld auf und ich werde bei dir auch letztendlich etwas generieren, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Es läuft auf einer sehr subtilen, oftmals auch nonverbalen Wahrnehmungsebene ab. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, vorher abzuprüfen, in welcher eigenen Haltung bin ich denn beim Arbeiten, weil das Ergebnis natürlich auch beeinflusst. Gilt nicht jetzt nur für EMDR, gilt für mich für jegliche therapeutische Arbeit oder auch fürs Coaching. Aber das möchte ich auf jeden Fall dann auch mit erwähnt wissen. Ja. Du hast das vorhin schon erwähnt, auch mit taktiler Stimulation. Also es gibt ja verschiedene Arten der Stimulation und vielleicht magst du auch noch mal kurz drauf eingehen und auch, gibt es denn eine, die beste ist? Naja, der Ursprung von EMDR ist natürlich verbunden mit den Windbewegungen, also mit den Augenbewegungen. Das Spannende ist, wenn man sich Wissenschaftler anschaut und anhört, die aus den unterschiedlichsten Fraktionen kommen, jeder sagt, der Sinn, für den er steht, sei der wichtigste. Fangen wir beim Hörsinn an, das Auditive. Das ist das Organ, mit dem wir wahrscheinlich mit am weitesten auch wahrnehmen können. Wenn es dunkel ist und in 30 Kilometer Entfernung fällt ein Schuss, höre ich den noch. Das heißt, es ist auch gleichzeitig unser Warnsignal. Es ist unser Balance-System, unser Ordnungssystem, der Gehörsinn. Der ist irrsinnig wichtig, ohne Frage. Deswegen sagen die, das ist der wichtigste von allen. Dann diejenigen, die sich mit olfaktorischem Sinn beschäftigen, die sagen, das Olfaktorische ist das Wichtigste, weil der Riechsinn ist ein Datenhighway zum Gehirn und läuft vor allen Dingen auch sehr, sehr unbewusst. Das kannst du ja selbst auch jemanden riechen können oder nicht. Ne? Das ist eine ganz unbewusste Geschichte. Deswegen sagen die, das Riechorgan ist das Wichtigste. Dann gibt es die Visuellen, die sagen, nee, das Auge ist ein ausgelagerter Teil des Gehirns, was auch stimmt, da gibt es eigentlich tatsächlich wenige Neurotransmitter und da findet auf einer ganz einfachen, subtilen Ebene schon mal eine erste Verarbeitung statt. Die sagen auch, die Augen sind so wichtig beim Träumen, weil die sich so schnell unter den Deckeln bewegen. Und wir nehmen sehr intensiv über das Sehen wahr, auch mit inneren Bildern. Und da laufen ja auch letztendlich die ganzen Studien von EMDR drüber. Und der vierte Sinn, der taktile Sinn, die sagen, unser Sinn ist der beste, weil ohne taktilen Sinn wäre es uns nicht möglich, eine Identität zu entwickeln, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, eine Ich-Identität. Und unser Tastsinn ist dafür in der Tat notwendig, dass wir eine Ich-Identität entwickeln können. Schon von klein auf sieht man ja auch, wie Babys tasten und sich auch über den Tastsinn selbst wahrnehmen. Das ist essentiell. Jeder von denen hat interessante Argumente dafür. Für mich ist aber ausschließlich nur eins interessant. Wenn du jetzt bei mir Klientin wärst, was ist der taktile oder der auditive oder der visuelle oder die olfaktorische vielleicht auch Sinn, mit dem wir am besten arbeiten können, hier und heute. Es kann sein, dass ich heute mit dir über die Augen arbeite, weil du den besten Zugang zu deinem inneren Prozessmaterial bekommst. Und morgen geht es nicht. Morgen kann es sein, oder in einer Woche, dass wir auditiv arbeiten, weil prozessmäßig gar nichts abläuft. Deswegen ist es für mich nicht so wichtig zu sagen, ein Klient muss sich jetzt einer Hypothese anschließen, zum Beispiel beim EMDR, die Augen sind das Wichtigste.
sondern ich will gemeinsam mit dem Klienten rausfinden, ich nenne das sogenanntes Feintuning, was hier und heute der Sinn ist, der bei ihm den meisten Nutzen stiftet, um den Prozess laufen zu lassen. Das heißt, den Klienten und die Klientin dort abholen, wo sie stehen. Und das kann auch immer wieder unterschiedlich sein. Deswegen sind für mich diese Sinne grundsätzlich gleichwertig. Für mich ist das Wichtigste, wie bekommst du den besten Zugang zu deinem inneren Material und wie kann dein innerer Heilungsprozess am besten laufen und welchen Sinn brauchst du dafür? Okay. Für welche Bereiche kann EMDR eingesetzt werden? Ja, es gibt natürlich eine Liste von Indikationen, die sich oftmals auch an den unterschiedlichen Krankheitsbildern orientieren, Phobieprotokolle und Suchtprotokolle und Trauerprotokolle und unterschiedliche Traumaprotokolle und ganz viele spezifische EMDR-Protokolle. Ich würde es ein bisschen einfacher auffassen. Ich würde sagen, EMDR kann überall erstmal grundsätzlich da eingesetzt werden, wo es keine Kontraindikation gibt. Und das ist vom Coaching bis hin zur intensivsten Traumatherapie. Die Frage gerade bei intensiver Traumatherapie ist natürlich oftmals, inwieweit muss ich EMDR modifizieren, um mit einer Person noch arbeiten zu können. Ab einer gewissen Traumaintensität kann ich mit einem normalen Protokoll nicht mehr arbeiten, sondern muss ich tatsächlich Dinge auch modifizieren. Gibt es denn Bereiche, wo EMDR nicht eingesetzt werden sollte oder nicht eingesetzt werden kann? Naja, auf jeden Fall, wenn Klienten nicht in Kontakt sind mit ihren Ressourcen, wenn sie nicht stabil genug sind. Wir brauchen letztendlich Ressourcen zum Arbeiten. Wir haben einmal das neuronale Belastungsnetzwerk, was natürlich sofort schwingt in der Arbeit. Das Ziel ist, das in Verbindung zu bringen mit den neuronalen Ressourcennetzwerken, die letztendlich miteinander in Verbindung zu bringen. Es gibt diesen alten Satz aus den 40er Jahren, Neuron that fire together, wire together, also Neuronen. Neuronale Netzwerke, die zusammen abgefeuert werden, arbeiten netzwerkmäßig zusammen. Das ist mittlerweile heute auch bewiesen. Das heißt, ich brauche, um diese Heilungsarbeit hinkriegen zu können, brauche ich ein Ressourcennetzwerk, das sich mit dem Belastungsnetzwerk verbindet. Und wenn derjenige, die Person nicht in Kontakt ist mit Ressourcen, steht erstmal eine Ressourcenorganisation an, bevor ich zu einer Methode wie EMDR arbeite. Oder eventuell auch fehlende Stabilisierung, dann heißt es erstmal stabilisieren, 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 bevor ich in die Arbeit reingehe. Das sind erst wahrscheinlich immer so allgemeine Geschichten. Aber es gibt natürlich auch Kontraindikationen, aktuelle psychotische Syndrome zum Beispiel oder die Behandlung von hirnorganischen Erkrankungen gehören dazu. Bei der Arbeit über die Augen, spezifische Augenerkrankungen, wo es kontraindiziert ist, wo man dann lieber über Musik oder taktil arbeitet. Und letztendlich auch natürlich solche Dinge wie sekundärer Störungsgewinn, wobei ich diese Begrifflichkeit nicht so mag, ich spreche lieber vom Zielekonflikt. Aber solange das vorliegt, winke ich mich wund, da wird nichts mehr rauskommen. Das gleiche fehlende Therapiemotivation. Mein Mann hat mich geschickt, meine Frau hat mich geschickt, das macht keinen Sinn. Jetzt kennt man ja EMDR aus dem Bereich des Traumas. Kann denn EMDR auch im Bereich des Coachings eingesetzt werden? Das war ganz zu Anfang schon bei mir an sich eine sehr klare Entscheidung. Dadurch, dass ich ja auch meinen Ursprung damals im Business und im Coaching habe, war mir klar, wenn EMDR bei so schweren Traumata so nachhaltig wirkt, müsste es normalerweise bei Coaching-Themen oder Themen der Lebensbewältigungshilfe umso besser wirken. Ich habe von Anfang an in diesem Bereich mit EMDR gearbeitet. Das hat immer super gut funktioniert. Auch da ist natürlich wichtig, bei den Anwendern eine profunde Ausbildung, auch zu wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen im Coaching. Und das ist relativ einfach hier in Deutschland geregelt. Einmal durch § 1 Heilpraktikergesetz, da steht drin, wer Krankheiten diagnostiziert und gemäß der Diagnose behandelt, braucht die Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Und also gehört die Diagnose und die Behandlung schon zu. Und was Erkrankungen sind, ist momentan noch sehr, sehr klar im ICD-10 geregelt, größtenteils im F-Register. Da steht ganz genau drin, was psychische Erkrankungen sind und die darf ein Coach definitiv nicht behandeln. Leider Gottes sehe ich das immer wieder auch in Werbeauftritten und Homepages, dass Coaches damit werben, Traumata zu behandeln, Zwänge aufzulösen, Phobien zu behandeln. Das ist eine Grenzüberschreitung, das ist Psychotherapie, das ist Heilkunde und das darf ein Coach definitiv nicht. Aber es bestimmt niemals die Methode, ob etwas Therapie ist oder nicht, sondern immer Ziel
und Auftrag des Klienten oder der Klientin. Wenn ich jetzt Coach bin und du kommst zu mir und sagst, Andreas, komm, du kennst doch dieses EMDR, können wir da nicht mal an meiner Phobie mitarbeiten? Als Coach sage ich, nee, aber ich kann einen super guten Kollegen empfehlen. Und das ist, denke ich, wichtig. Aus meiner Sicht, es gibt ja in der Juristerei den alten Grundsatz, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Jeder Coach sollte in seinem Bücherschrank ein ICD-10 haben und sollte sich auch damit auseinandergesetzt haben, was er behandeln darf im Coaching oder was im Gegenstand gemacht werden kann und was nicht. Das gehört dazu, aber es ist bestimmt nicht die Methode. Das haben wir auch zum Beispiel bei der Gesprächstherapie nach Rogers. Wenn wir sie in der Therapie einsetzen, nennen wir sie Gesprächstherapie, dann setzen wir es im Coaching ein, nennen wir es klientenzentrierte Gesprächsführung. Das ist ein Ziel und Auftrag in der Arbeit. Und deswegen kann es wunderbar im Coaching eingesetzt werden. Wie gesagt, ich mache das seit über 20 Jahren mit sehr, sehr gutem Erfolg und habe auch ganz viele Kollegen, die das so machen. Gibt es auch so etwas wie Fallstricke in der Arbeit mit EMDR? Naja, ich glaube, ein Fallstrick kann sein, die Erwartungshaltung, die Klienten und Klientinnen mitbringen, weil natürlich auch in der Literatur oder manchmal auch in Online-Foren die wildesten Geschichten zu finden sind, Phobie in einer Sitzung weggewunken oder sowas, dass dann Anrufe da sind, ja, ich habe das und das, können Sie mir das wegwinken? Nee, wir können nichts wegwinken und ich will natürlich auch nichts wegwinken, sondern das Ziel von dieser Arbeit ist immer Integration des Erlebten, nicht irgendwas zu löschen. Ich habe schon heftige Dinge in meinem Leben erlebt, aber nichts davon würde ich gerne löschen wollen, sondern es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Es hat mir unheimlich viele Lernerfahrungen mitgegeben, auch gerade die belastenden Erlebnisse. Und das kann so ein Fallstrick sein, dass man da diesem Antreiber folgt. Ich glaube, auch eigene Ambition kann dann ein Fallstrick sein, zu viel zu wollen. Für mich hat die Arbeit mit EMDR sehr viel mit Absichtslosigkeit zu tun. Meine Grundhaltung im Arbeiten ist Präsenz. Und einer der Eckpfeiler von Präsenz ist Absichtslosigkeit, weil ich selbst oftmals gar nicht einschätzen kann, auf welche Ressourcen der Klient oder die Klientin im Arbeiten stößt. Das ist manchmal so unglaublich. Das hätte ich mir nicht ansatzweise vorher vorstellen können oder ausdenken können. Und das sind für mich die eigentlichen Wunder des Menschseins. Und das wäre für mich auch so eine Gefahr, da zu ambitioniert unterwegs zu sein, eventuell aus dieser Ambition heraus auch den Klienten zu viel zu versprechen. Ist EMDR auch bei Kindern einsetzbar und wenn ja, wie? Ja, das ist ganz wunderbar einsetzbar. Gibt es noch ganz viele Studien zu. Leider haben die Studien bisher in der Ausführung nicht ausgereicht, dass EMDR bei Kindern auch von den Krankenkassen übernommen wird. Aber es gibt ganz viele Studien, die das belegen. Allerdings kann man ein ganz normales EMDR-Protokoll gerade mit kleinen Kindern so nicht machen. Sondern in der Arbeit mit Kindern spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, dass der Zugang viel leichter und unmittelbarer möglich ist über kreative Anwendung. Das kann das Malen eines Bildes sein, das kann therapeutisches Märchen erzählen sein, das kann die Arbeit mit Aufstellungsfiguren und Symbolik sein. Also da muss das klassische Protokoll ganz, ganz intensiv modifiziert werden, sich auch der entsprechenden Altersstufe des Kindes anpassen. Da gibt es aber auch spezielle Techniken für, die besonders bei Kindern super gut eingesetzt werden. Und mein Erfahrungswert ist, dass Kinder da vielleicht sogar manchmal noch schneller und unmittelbarer darauf reagieren als Erwachsene. Zumal Kinder ohnehin etwas anderes Tempo haben. Sie sind manchmal viel schneller als wir unterwegs, als wir Erwachsene. Manchmal brauchen sie allerdings auch viel mehr Zeit. Das ist so eine Besonderheit auch im Arbeiten mit Kindern. Aber die Methode selbst kann wunderbar eingesetzt werden. Gerade in der Verbindung mit kreativen Ausdrucksformen. Kann man mit EMDR auch mit Familienangehörigen arbeiten? Kann man, aus meiner Sicht sollte man aber absolut nicht. Das ist mein persönliches Weltbild. Ich weiß, dass das Kollegen und Kolleginnen machen. Ich persönlich halte überhaupt nichts davon. Ich habe auch meine Gründe dafür. Punkt 1, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht Teil des Problems bin. Dann mache ich dadurch den Bock zum Gärtner. Das Zweite ist, in dem Moment, wo ich therapeutisch arbeite, bin ich natürlich auch in einer Therapeutenrolle.
Und die Gefahr besteht, wenn ich das mache, dass ich auch das Rollenverständnis und Verhältnis zwischen Beziehungspartnern verändere. Ich will, dass Ulrike meine Frau ist und ich will ihr Mann sein. Ich will nicht ihr Therapeut sein und sie soll nicht meine Therapeutin sein. Ich will für meine Kinder der Papa sein und nicht der Therapeut. Mhm. Da lebt für mich Beziehungen, familiäre Beziehungen von. Und die würde ich um nichts auf der Welt aufs Spiel setzen wollen, indem ich da selbst anfange, rumzuhantieren und zu arbeiten. Dafür ist mir die Art der Bindung zu meinen Familienmitgliedern einfach viel zu wichtig. Und das Dritte ist, die Gefahr besteht natürlich, dass ich beim Arbeiten mit einer Methode wie EMDR, die auch mit assoziativen Bilderketten arbeitet und mir vielleicht auch Symbole zeigt und einen Einblick gibt dann in das Seelenleben eines Familienmitglieds, dass das Familienmitglied mir vielleicht diesen Einblick gar nicht geben will. Ich habe jetzt zwei Töchter und ich bin überzeugt davon, dass meine Töchter auch ihre Geheimnisse von ihrem Papa haben. Und das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein und soll ja auch so bleiben. Das hat ja auch einen Grund. Und da besteht vielleicht auch die Gefahr, dass ich dann einen Blick kriege, den mir zum Beispiel meine Kinder niemals gewähren würden und wollten. Das hat für mich auch sehr, sehr viel mit Respekt vor den eigenen Kindern zu tun. Und zum Dritten ist es ja so, dass wir eine Profession ausüben, die davon lebt, dass Menschen zu uns kommen und sich bei uns neutral und objektiv beraten oder therapieren lassen. Und wenn das Grundverständnis meiner Profession ist, würde ich auch jedem meiner Familienmitglieder sagen, geh zu dem, zu der oder lass dich dort professionell begleiten. Ich als Vater kann mich mit all meinen menschlichen Komponenten vielleicht bei manchen Themen viel mehr in die Waagschale schmeißen, als das ein objektiver Therapeut oder Therapeutin könnte. Und deswegen ist es für mich ein absolutes No-Go. Kann man mit EMDR mit sich selbst arbeiten? Meine Antwort wird ähnlich sein. Kann man, sollte man aber nicht. Aber da hängt es natürlich davon ab, wie hoch ist der Grad der Belastung. Also bei ganz normalen Alltagsthemen, die ich auch so mit mir löse, mache ich ja Lebensbewältigung und im Rahmen des eigenen Konflikt- und Problemmanagements, kann man natürlich mit EMDR, mit bilateraler Stimulation arbeiten. Ich würde niemals in einer Pathologie, bei einer eigenen Pathologie, egal ob es Trauma ist oder was auch immer, mit mir selbst arbeiten. Ich vergleiche das ganz gerne mit besoffen Autofahren. Das kann gut gehen, das kann aber auch fürchterlich in die Hose gehen, weil ich mir selbst gar nicht die Sicherheit im Arbeiten geben kann, die ich brauche. Und auch da gilt der gleiche Grundsatz, den ich eben angesprochen habe, aus meinem therapeutischen Rollenverständnis heraus. Ich übe eine Profession aus und wenn ich selbst jemand bin, der diesen Nutzen letztendlich braucht, dann ist es für mich das Natürlichste von der Welt, zu jemandem auch zu gehen, professionell, der diesen Nutzen anbietet. Mhm. Also das ist das Grundverständnis für mich dabei. Für wen ist EMDR interessant? Ich glaube, dass es für jeden Menschen interessant ist, weil das Grundprinzip, so wie ich es am Anfang schon mal gesagt hatte, das Grundprinzip der bilateralen Stimulation ist eines der wichtigsten psychohygienischen Mechanismen, über die wir verfügen. Deswegen glaube ich, dass es für jeden interessant sein kann, das im Alltag einzusetzen. Nicht unbedingt als EMDR-Therapiemethode, sondern allein zum Beispiel das Laufen als bilaterale Stimulation oder auch beim Lernen bilaterale Stimulation einzusetzen. Seit meiner Arbeit mit EMDR benutze ich bilaterale Stimulation beim Lernen. Für mich ist Lernen das Lesen von Fachliteratur und ähnliche Dinge oder auch Studiengänge, postgraduierten Studiengänge, die ich in der Zwischenzeit absolviert habe. Das habe ich immer gemacht am Anfang mit meinen eigenen EMDR-Musikstücken, die ich ja über die Jahre hinweg entwickelt habe und in den letzten Jahren mit Musik auch neue produziert haben. Und wir haben ja seit einigen Jahren auch diese Lichtbrille mit bilateraler Stimulation. Die setze ich immer auf, wenn ich lerne, wenn ich Fachliteratur lese. Also auch da ein unheimlich weites Einsatzspektrum. Und ich glaube, dass es auch interessant ist, generell für Menschen, die sagen, ich habe dies oder jenes Problem, wo finde ich nachhaltige Hilfe? Und natürlich auch für, das ist ja ein Stück weit zu meinem Kernanliegen, für Therapeuten und Therapeutinnen diese Methode zu lernen und diesen Nutzen, diesen nachhaltigen Nutzen auch nach außen stiften zu können. Es gibt ja hier bei dir
auf der Akademie die Möglichkeit, sich ganz fundiert ausbilden zu lassen. Gibt es für diese Ausbildung Voraussetzungen, dass man teilnehmen kann an deiner Ausbildung? Ich bin kein großer Freund von irgendwelchen notwendigen Abschlüssen oder Zertifikaten. Für mich sind weiche Faktoren wesentlich wichtiger. Dazu gehört das Interagieren und das Arbeiten auf Augenhöhe. Dazu gehört eine gewisse, ein empathischer und wertschätzender Umgang mit Menschen. Dazu gehört für mich auch eine Toleranz therapeutischen, anderen therapeutischen Weltbildern gegenüber. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist die Bereitschaft zum selbsterfahrungsorientierten Lernen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass man Schwimmen nur im Wasser lernen kann. Und das ist eine Grundvoraussetzung, an dieser Ausbildung hier teilnehmen zu können. Jemand, der hier hinkommt als Tourist und sich das nur angucken mag, der kann woanders hingehen, der ist hier nicht richtig. Sondern es geht tatsächlich darum, sich einzulassen auf diesen Selbsterfahrungsprozess. Nur dann, auf Basis der eigenen Erfahrung, kann ich später andere Menschen verantwortungsvoll begleiten. Und das sind eher softe Kriterien, die für mich wichtig sind. Es geht nicht um Berufsabschlüsse, approbierte Therapeutin oder Therapeut zu sein oder Arzt oder Ärztin zu sein, sondern das können Coaches sein, das können Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen für Psychotherapie sein, auch in der Ausbildung schon, weil letztendlich alles, was die Menschen brauchen, um nachher mit EMDR verantwortungsvoll arbeiten zu können, das lernen wir hier. Also wenn ich die richtig verstanden habe, darf es jeder lernen. Wer darf damit arbeiten? Naja, arbeiten darf damit jeder, der in seinem Bereich rechtlich sicher unterwegs ist. Das heißt, ein Coach darf sich natürlich, mit EMDR arbeiten, aber er muss innerhalb seiner Grenzen bleiben. Er darf keine Heilbehandlung durchführen, auch wenn er über die Fähigkeit verfügt und auch wenn er über die Methode verfügt. Das ist eine sehr klare Grenze. Und ansonsten darf jeder Mensch, der eine Lizenz zur Psychotherapie hat, egal ob über das Psychotherapeutengesetz, als entsprechender Arzt oder auch als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie, darf mit EMDR nachher arbeiten, darf damit auch werben. Es gibt natürlich dazu auch immer wieder Irritationen. Ich erlebe das oftmals, wenn Ausbildungsteilnehmer bei uns in der Akademie anrufen und fragen, darf ich denn überhaupt EMDR lernen? Das dürfen doch nur Ärzte und approbierte Psychotherapeuten. Dass sich dieser Mythos tatsächlich bis heute noch manchmal hält in manchen Köpfen. Wir haben hier in Deutschland das Grundrecht auf Lehr- und Lernfreiheit. Ich darf grundsätzlich erstmal alles lernen, wenn es irgendjemand gibt, der mir das beibringt. Und das darf ich auch beruflich einsetzen. Das erfährt natürlich dort die Grenze, wo ich eventuell anderen Menschen Schaden zufügen könnte. Da komme ich gleich noch drauf. Also das ist schon das eine. Darüber hinaus gibt es auch rechtliche Einschätzungen. Es gibt ein Gerichtsurteil dazu, dass jedermann, der EMDR lege artis gelernt hat, auch damit arbeiten darf, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt in seinem Kontext. Es gibt eine Entscheidung auch des Deutschen Marken- und Patentamts dazu, dass diese vier Buchstaben letztendlich der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, dass nicht ein Institut oder eine Person sich das schützen lassen könnte. Und von daher darf grundsätzlich erstmal jedermann EMDR lernen und auch anwenden. Die Einschränkung liegt allerdings in der Sorgfaltspflicht, die Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen trifft. Es gibt ein Urteil des BGH, was Anfang 1991, glaube ich, veröffentlicht wurde. Darin hat der BGH festgelegt, dass Heilpraktiker die gleichen Sorgfaltspflichten treffen beim Erlernen einer Methode und in der Ausübung dieser Methode. Das heißt, die Ausbildungsstandards, die in der ärztlichen Welt und in der kassentherapeutischen Welt mittlerweile gesetzt sind, dazu gehört eine Mindestausbildungsdauer, die Aufteilung auf zwei Einheiten, dass in der zweiten Einheit auch die Möglichkeit zur Supervision, zur Fragestellung da ist. Dazu gehört der Aspekt der Selbsterfahrung, intensiven Selbsterfahrung. Dazu gehören bestimmte Mindestausbildungsinhalte, dazu gehört die Anerkennung eines Verbandes vielleicht auch. Das sind alles so Kriterien, die ein Gericht anlegen würde, ob eine Ausbildung lege artis ist. Und ich selbst kriege persönlich immer die Krise, wenn ich sehe, da gibt es Eintages- oder Zweitagesausbildungen in EMDR, dass dann Menschen auf Klienten losgelassen werden mit so einer kurzen Ausbildung. Ich halte das für hochgradig unverantwortlich. Das Zweite ist, es ist, glaube ich, auch seitens der Anbieter nicht sonderlich verantwortlich,
Ausbildungsteilnehmer mit so einer geringen Kompetenz dann in die Welt zu schicken. Weil die sehen sich genau diesem Risiko ausgesetzt, dass sie im Prinzip in dem Moment, wo sie mit EMDR arbeiten, eine Sorgfaltspflichtverletzung begehen. Das kann gut gehen, wenn solange kein Kläger da ist und Klägerin. Das kann aber auch irgendwann mal ganz fürchterlich in die Hose gehen. Was gehört zu einer verantwortungsvollen Ausbildung mit dazu? Das Kernelement hatte ich eben schon angesprochen, ist Selbsterfahrung. Ich glaube, wenn ich das selbst erlebt habe, erfahren habe, wie das wirkt, dann eigene Prozesse vollzogen habe, ist schon mal der erste Grundstein gelegt. Das zweite ist für mich einfach auch eine gewisse Ausbildungsdauer, eine gewisse Intensität, eine gewisse Qualität, die da sein sollte, auch seitens des Dozenten natürlich. Ganz wichtig ist für mich der Teil der Supervision, dass Ausbildungsteilnehmer und Teilnehmerinnen auch die Möglichkeit haben, nach der ersten Einheit, wenn sie schon gearbeitet haben, die ersten Erfahrungen gesammelt haben, dass sie dann schon die Möglichkeit haben, auch Fälle zu supervidieren. Und dazu, wenn man eine gewisse Qualität sicherstellen will, gehört natürlich definitiv auch der Zeitumfang. Deswegen habe ich eben auch so ein, zwei Tagesausbildungen angesprochen. Wenn man sich herkömmliche anerkannte Ausbildungen anschaut, für Ärzte zum Beispiel, die dauern locker mal 6 Tage insgesamt, das wäre für mich auch das absolute Minimum. Es gibt ja viele Anbieter mit im Bereich der Ausbildung der EMDR. Warum sollte man zu dir kommen? Was ist das Besondere an dir und deiner Ausbildung? Ja. Ich glaube, dass kein anderer der Ausbilder, das kann ich wohl ganz selbstbewusst sagen, auch so viel Erfahrung mit EMDR zurückblicken kann, jetzt im Bereich der Ausbildung EMDR für Heilpraktiker. Ich war meines Wissens nach der Erste, der es in Deutschland damals angeboten hat, auch der Einzige über viele Jahre hinweg. Aber da, wo natürlich ein Markt ist, da blühen auch die Angebote. Das heißt, es gibt mittlerweile viele auch Schüler von mir oder Schüler von Schülern von Schülern von mir. Also das ist natürlich jetzt auch so eine Kettenreaktion, die in EMDR ausbilden. Da gibt es welche, die das mit Sicherheit profund machen. Es gibt auch welche, die haben sonntags ihre EMDR-Ausbildung abgeschlossen und bieten montags dann selbst EMDR-Ausbildung an, ohne den entsprechenden Erfahrungshintergrund. Das tut mir dann im Herzen weh, weil das ist für mich ein No-Go. Mhm. Ich glaube, sagen zu können, dass unser Institut hier, die EMDR-Akademie, auch so etwas wie eine Denkzentrale ist für EMDR. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren auch im ganz engen kollegialen Austausch mit ganz, ganz vielen Therapeuten und Therapeutinnen, die mit EMDR arbeiten. Wir entwickeln auch immer wieder Formate weiter. Am engsten bin ich natürlich im Austausch mit Ulrike, weil wir täglich auch unsere Arbeit gegenseitig besprechen und reflektieren. Das sind mit Sicherheit auch so Dinge, die da noch mit reinspielen. Dann ein Element wird mit Sicherheit sein, das war für mich auch mit meinem juristischen Hintergrund einer der Ansatzpunkte. Ich wollte die Standards, die offiziell von EMDR gesetzt werden, sowohl inhaltlich wie auch zeitlich vom Umfang her übertreffen, um den Ausbildungsteilnehmern in jedem Fall die Sicherheit zu geben, wenn du diese Akademie verlässt, bist du profund ausgebildet und du hast auch überhaupt kein Thema mit Sorgfaltspflichten, sondern das ist alles abgedeckt. Deswegen auch die Zulassung vom Verband Deutscher Heilpraktiker. Das ist die einzige Ausbildung, die zertifiziert ist, mittlerweile auch vom BDH und von einigen anderen Verbänden, die den Absolventen hier auch die Sicherheit geben, rechtskonform nachher unterwegs zu sein. Wir sind immer im engen Kontakt mit den Ausbildungsteilnehmern, auch nach der Ausbildung bieten wir auch immer eine Ansprechmöglichkeit, wenn Fragen auftauchen. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir bieten auch ständig Weiterbildung an in diesem Bereich, wenn man die Grundausbildung absolviert hat und in andere Bereiche noch gerne reingehen möchte, besteht natürlich auch noch die Möglichkeit. Ich glaube, ein Punkt ist mit Sicherheit auch hier dieser Ort, ist für mich, für uns ein ganz besonderer Kraftplatz, was wir auch oft von Teilnehmenden gespiegelt bekommen, die sagen, wenn man hier ist, dann ist es nochmal so ganz besonders eingebettet zu sein in diesem Ambiente und in dieser Natur, sich wirklich auch zurückziehen zu können auf diese Tage, wo man selbst im Mittelpunkt steht mit seinem Arbeiten, wo auch viel stattfindet an Gruppendynamik, wo die Menschen dann hier diesen Raum verlassen und dann entweder beim Abendessen, bei Spaziergängen oder einfach draußen auf der Wiese sitzen, nochmal ganz viel Interaktion und Austausch
stattfindet, mit einer ganz, ganz großen gegenseitigen Inspiration auch. Mhm. Kann man nach dieser Ausbildung gleich direkt damit arbeiten? Naja, ich würde so ein bisschen die Metapher des Führerscheins heranziehen. Wenn ich meinen Führerschein habe, kann ich und darf ich auf den Straßen unterwegs sein. Und es macht mit Sicherheit Sinn, erstmal mit einem kleinen motorisierten Fahrzeug sicher im Straßenverkehr sich zu bewegen. Es macht wenig Sinn, sich gleich an Porsche zu setzen oder ein Auto mit vielen PS und durch die Gegend zu rasen. Das heißt, wenn ich verantwortlich damit umgehe, ist mein Ansatz auch so früh wie möglich schon mit dem Arbeiten zu beginnen und auch Erfahrungen sammeln zu können. Aber natürlich immer im Kontext des verantwortungsbewussten Arbeitens. Also auch zu gucken, was traue ich mir selbst zu? Welche Indikationen mag ich bearbeiten? Mit welchen Klienten mag ich arbeiten? Jeder von uns hat auch seine Grenzen und Grenzbereiche und die sollte ich in der Regel von uns selbst auch kennen, um verantwortlich zu sein. Ja, du hast ja jetzt lange Zeit EMDR-Ausbildung nur live angeboten. Mhm. Mittlerweile habe ich gehört, du bietest das auch hybrid an. Wie verträgt sich das mit einem so hohen Qualitätsanspruch? Oh ja, das war eine schwere Geburt. Ich bin im Prinzip vom Schicksal da reingeschubst worden. Vor 2 Jahren kam ich gerade ganz frisch aus Moskau zurück, habe dort eine Ausbildung, EMDR-Ausbildung geleitet. Da ging gerade der erste Teil zu Ende und einen Tag, nachdem ich hier war, wurden die Flughäfen coronamäßig dicht gemacht. Und wir haben dann überlegt, okay, es war absehbar, das wird eine Zeit lang dauern mit Corona, dass es jetzt doch über 2 Jahre dauert, hätte ich damals nicht gedacht, aber ich wusste, dass es lange geht. Und dann haben wir die Ausbildung umgestellt auf Online-Ausbildung in Moskau. Das hat super gut funktioniert. Wir haben in den Breakout-Rooms gearbeitet miteinander, wir haben das reflektiert, wir haben supervidiert. Das war ein ganz tolles Arbeiten und dann gezwungen durch einen Lockdown im letzten Jahr haben wir dann hier auch eine 2. Ausbildungseinheit online laufen lassen, auch mit einem Wahnsinnsfeedback, das hat toll funktioniert. Und ich habe damals noch gesagt, EMDR darf man, das geht gar nicht online, das muss immer live sein, das geht gar nicht. Das waren aber auch zu meiner eigenen Überzeugung und Scheuklappen, die mir da im Weg gestanden haben. Und bedingt auch durch die Geschehnisse rund um Corona war es dann bei manchen Seminaren so, dass manche sagten, Mensch, ich bin jetzt gerade in Quarantäne oder ich bin jetzt gerade in Österreich, wir sind gerade hier im Lockdown, ich kann nicht rüberkommen nach Deutschland. Aber ich möchte so gerne und habe jetzt die Zeit für die EMDR-Ausbildung. Und dann haben wir das im letzten Jahr erstmal in Prototypen ablaufen lassen, um mit dieser Hybridausbildung Erfahrungen zu sammeln. Und das war mega spannend, wie intensiv das war. Es war teilweise so, dass die Teilnehmenden entweder die online dazu geschaltet waren, rein online miteinander gearbeitet haben und die live hier waren, die haben live gearbeitet. Man hat sich das aber auch gemischt. Jemand war live hier und hat dann online mit jemandem gearbeitet. Und das hat immer super, super gut funktioniert. Und wir haben vor allen Dingen gemerkt, dass es ein Riesenbedürfnis unserer Kunden ist, das in Anspruch nehmen zu können. Weil, wie gesagt, durch die Einschränkungen, die da sind, ob das nun Quarantäne ist, eine eigene Erkrankung ist, gesetzliche Regelungen, die einem nicht erlauben, wir hatten ja bis jetzt noch 2G in den außerschulischen Bildungen. Das heißt, wer nicht geimpft war, konnte gar nicht live hier hinkommen. Und da ist so ein großes Bedürfnis gewesen, dass wir gesagt haben, ab 2022, auch basierend auf den tollen positiven Erfahrungen und Rückmeldungen, die wir bekommen haben, bieten wir das hybrid an und das wird sehr gewertschätzt. Mhm. Und da bin ich tatsächlich über meine eigene Schatten gesprungen. Mhm. Das hat fast 2 Jahre gedauert. Mhm. Aber jetzt bin ich froh drum. Manchmal ist es ja so, dass man mal die eigenen Scheuklappen ein Stück weit erweitern muss. Aber wenn man sieht, als ich die Erfahrung gemacht habe, der Qualitätsanspruch, den ich habe, der bleibt sichergestellt. Es war natürlich ein Riesenaufwand. Wir mussten an technischem Equipment entsprechend investieren, um das auf den Qualitätsstandards entsprechen zu können, die wir angelegt haben. Ich musste die ganzen Präsentationen umbauen, weil ich da andere Standards auch habe. Die gehen so online nicht, wie ich live damit gearbeitet habe. Da steckt noch viel Arbeit drin, aber
Das hat super gut geklappt. Kann man mit EMDR auch über online mit den Klienten arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Also im Coaching sehe ich da überhaupt kein Problem. Das mache ich auch gerade in diesen zwei Corona-Jahren jetzt sehr intensiv. Das klappt wunderbar. In der Therapie muss man einige Besonderheiten mit Sicherheit berücksichtigen. Ich würde zum Beispiel niemals mit einem Erstklienten in der Psychotherapie online arbeiten. Ich will, bevor ich online arbeite, einen Menschen persönlich wahrgenommen haben. Das gehört für mich zu einer intensiven und vor allen Dingen auch verantwortungsvollen Auftragsklärung und Befunderhebung dazu. Das will ich live machen. Da will ich den Menschen spüren mit allem, was erlebbar ist. Aber das habe ich gemacht, dass ich dann, wenn wir diesen Erstkontakt hatten, ich gesehen habe, der hat einen guten Zugang zu Ressourcen oder sie kann sich gut versorgen mit eigenen Ressourcen und kann sich selbst stabilisieren. Und dann haben wir tatsächlich online gearbeitet. Das klappt sehr, sehr gut. Welches Medium man dazu wählt, das muss man für sich schauen. Es gibt ein spezielles Medium, das nennt sich Psylaris, das ist eine spezielle EMDR-Online-Software, die von Niederländern entwickelt wurde, jetzt in diesen Corona-Jahren auch nach Deutschland gekommen ist, die sehr viele Arbeitsmöglichkeiten auch bietet mit den ganzen Techniken, die im Protokoll eingesetzt werden. Das ist dort integriert und ist auch durch ganz viele Studien durchgegangen und würde ich jedem auch empfehlen, der vorhat, so zu arbeiten. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen von diesem Interview. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in deine Arbeit und in die Möglichkeiten mit EMDR und auch in die Möglichkeiten mit dieser wunderbaren Ausbildung hier. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und alles Gute. Ich danke dir ganz herzlich, Julia, für das angenehme Gespräch.